Ja, ich möchte mit euch ganz gerne mal einen kleinen Real Talk machen. Und zwar zu einer Person, die kennt ihr alle. Er hat schon, er kann sich auf jeden Fall in die Liste eintragen von Rennsiegern. Und er ist mittlerweile seit 2017 in der Formel 1. Und zwar geht es heute um den AlphaTauri-Piloten Pierre Gasly. Ganz genau, ihr habt schon erraten, also vorhin schon im Chat. Und ich möchte einfach mal mit euch über diese Situation mit ihm reden. Die Frage lautet: Was macht Pierre Gasly in seiner Zukunft? Bleibt er bei AlphaTauri? Geht er zu Red Bull zurück, wobei das nicht seine Entscheidung ist, sondern mehr eher von Red Bull? Oder wagt er einen Neustart bei einem ganz neuen Team? Also, die Sache ist so: Pierre Gasly ist ja seit dem Jahr 2017 in der Formel 1. Damals noch bei Toro Rosso. 2018 war er noch bei Toro Rosso, wurde er 2019 halt zu Red Bull geholt, wurde dann aber nach einem halben Jahr wieder abgesägt. Ich halte davon nichts, aber lassen wir das mal außen vor. Generell muss ich sagen, es ist ein super sympathischer Fahrer und er hat ja auch im AlphaTauri den großen Preis von Italien 2020 gewonnen. Daher auch nochmal Glückwunsch nachträglich. Natürlich wird er jetzt immer wieder mit in Verbindung gebracht, gerade mit der Situation. Kann er eines Tages zu Red Bull zurückkehren oder hält Red Bull weiterhin an Perez fest? Das ist jetzt die Frage. Was würdet ihr in dieser Situation machen? Würdet ihr Gasly noch eine Chance geben oder würdet ihr sagen, nein, er hatte seine Chance, er hat sie nicht genutzt und Red Bull sollte weiterhin Perez als Nummer 2-Fahrer nehmen? Denn sagen wir mal so, Verstappen besiegt jeden Teammate. Das hat er mit Ricciardo gemacht, das hat er mit Kvyat gemacht, das hat er mit Gasly gemacht mit Albon und das macht er auch mit Perez. Also Verstappen hat schon fünf seiner Teammates komplett zersägt und ja, also ich sehe das Ganze so. Er hat einen Vertrag bis Ende 2023, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er diesen Vertrag bis 2023 wirklich laufen lassen soll. Er kann ja auch vorher auch rauskommen, indem Red Bull ihn vielleicht rauskauft. Aber die Frage ist jetzt, was macht Red Bull? Es liegt also in den Händen von Dr. Helmut Marko. Gibt der Gasly noch eine Chance oder sagt er, sein Zug ist abgefahren? Er hat ja auch selber in einem Interview gesagt, er möchte ja nicht, dass Gasly aus Red Bull rausgeht. Aber was ist denn, wenn er es doch macht? Was hätte er denn für Optionen? Es gab mal Gerüchte, dass Gasly mit Alpine in Verbindung gebracht wird. Französisches Team, französischer Fahrer, passt ja. Also ich sehe das Ganze wie folgt. Er könnte bis 2023 bei AlphaTauri bleiben, falls sich Red Bull für Perez entscheiden könnte. Und dann ist es halt so, Hamilton hat ja einen Zweijahresvertrag. Also Ende 23 läuft er aus. Wenn er weggeht, könnte man Ocon, der eigentlich Mercedes Junior ist, nach Mercedes holen, an der Seite von Russell platzieren. Und dann ist im Alpine ja Platz. Und Alonso könnte ja 2023 ja auch wiederum aufhören. Dann könnte Piastri reinkommen und Gasly bei Alpine reinkommen. Das wäre meine Theorie. Und jetzt ist die Frage, liebe Leute: Was würdet ihr in der Situation von Pierre Gasly machen? Würdet ihr es so machen, wie ich es gerade gesagt habe? Oder habt ihr eine komplett andere Idee? Schreibt es mir in den Chat, schreibt es auf YouTube, weil das hier live auf Twitch aufgezeichnet wurde und auch auf YouTube landet. Dankeschön für eure kleine Zeit. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, lasst einen Kommentar da, gerne auch ein Like da lassen und gerne auch den Kanal abonnieren. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.